von dem Vergleich der gängigen Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, die bis jetzt schon zugelassen worden sind oder die sich noch kurz vor der Zulassung befinden. So, ich muss jetzt schauen, dass ich euch den Bildschirm freigebe. Moment. Wir sehen schon was, Katrin. Seht ihr die Folien alle? Ja, also Perfekt. ordentlich die erste Folie sehen wir. Das langt erstmal. Ja, super, perfekt, genau. Ja, okay, gut. Dann, und zwar auffällig ist bei dem jetzigen Impfstoff, dass es sich bei so gut wie allen zugelassenen Impfstoffen um genetische Impfstoffe handelt. Und das ist ganz außergewöhnlich, weil in der Vergangenheit gab es eigentlich so gut wie gar keine genetischen Impfstoffe. Es gab damals in der Vergangenheit, es gibt Impfstoffe, die beruhen auf Vektoren. Das sind zum Beispiel Impfstoffe gegen Denguefieber oder gegen Ebola-Virus. Aber die wurden bisher eigentlich ganz, ganz selten verimpft im Vergleich zu den jetzigen Coronavirus-Impfstoffen oder auch teilweise Pockenimpfstoffe, die auch aufgrund der Vektortechnik funktionieren. Aber so im großen Maßstab, wie es jetzt der Fall ist, dass auf genetische Impfstoffe gesetzt wird, das gab es bisher noch überhaupt gar nicht. Das ist einzigartig. Und dabei kann man zwischen zwei verschiedenen Klassen von genetischen Impfstoffen unterscheiden. Das sind zu einem die RNA-Impfstoffe und zum anderen die DNA-Impfstoffe. Und die ersten zugelassenen Impfstoffe sind die RNA-Impfstoffe gewesen. Und zwar auch deshalb, weil diese RNA-Impfstoffe, die sind relativ zügig in der Produktion und in der Entwicklung. Und die bieten auch diverse andere Vorteile. Sie sind relativ kostengünstig. Und aufgrund der schnellen Produktionsverfahren war es auch möglich, dass man halt schnell in die klinischen Studien gehen konnte und die auch zulassen konnte. Die haben durchaus Vorteile, unter anderem das, dass man keine Zellkulturen braucht, in denen man Antigene züchtet. So fallen praktisch alle Nährstoffmedien weg und man hat keine Rückstände von Nährstoffmedien in den Impfstoffen drinnen, weil das wären eigentlich immer so potenzielle Allergene, die negative Wirkungen verursachen könnten. Ja. Ansonsten, also die RNA selber ist der Impfstoff und diese RNA, das ist eigentlich recht merkwürdig, weil die RNA, man kennt es ja, die RNA ist ja eigentlich nur ein Botenstoff im Körper, eine Möglichkeit der Übertragung von Informationen. Und die ist immer recht kurzlebig, muss sie auch sein, damit der Körper recht schnell agieren kann und auf neue Umweltbedingungen anpassungsfähig bleibt. Ja, und deswegen hat es mich eigentlich auch sehr gewundert, wie das Ganze so eigentlich funktionieren kann, dass man RNA als Impfstoff hernimmt. Und da haben sich die Hersteller eines Trickes bedient. Und zwar haben sie die RNA synthetisch modifiziert. Weil so eine RNA besteht ja aus vier unterschiedlichen Nukleosiden. Und eines davon ist Uridin. Und das wurde gegen eine künstliche Base, und zwar N1-Methylpseudouridin, ausgetauscht. Dadurch ändert sich die Sekundärstruktur der RNA und die Enzyme, die die RNA kaputt machen, das sind die RNAsen, die können nicht mehr so leicht ran an die RNA und sind gewissermaßen inhibiert. Und die Proteinexpression, die ist gesteigert dadurch. Aber trotzdem wäre die RNA noch zu instabil, um einfach so in die Zellen zu gelangen. Sie braucht Transportmittel und das sind die Lipid-Nanopartikel. Die hüllen die RNA ein und schützen sie so vor den äußeren Umständen. Kann man hier ganz schön sehen auf dem Bild. Und diese Lipid-Nanopartikel bestehen aus vier verschiedenen Komponenten. Einmal aus DSPC, das ist ein ganz klassisches Phospholipid, was auch im Körper vorkommt, und Cholesterin. Cholesterin hat die Eigenschaft, dass es Apoenzym E binden kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil Apoenzym E ist der Schlüssel. Also dieses Lipid-Nanopartikel bindet sich praktisch an den Schlüssel dran, damit es mit diesem Schlüssel das Tor öffnen kann. Das Tor ist die Zelle selber. Hier blau dargestellt, der Rezeptor der Zelle.
und kann dann praktisch eindringen in die Zelle. Also dieses Cholesterin ist ganz, ganz wichtig aufgrund der Bindungsfähigkeit von Apoenzym E. Und dann braucht es noch zwei weitere Komponenten. Einmal ein kationisches Lipid. Das braucht es, damit die RNA in der Zelle freigesetzt werden kann. Und es braucht dringend noch ein Lipid, was eine schützende Struktur enthält. Das ist Polyethylenglykol in allen Fällen bisher. Weil Polyethylenglykol bildet so Fäden aus, ganz lange Fäden, die wickeln sich um das Lipid-Nanopartikel herum und schützen es so, dass es ungestört zur Zelle gelangen kann. Der ganze Mechanismus ist nicht so einfach, der ist relativ trivial, aber anscheinend hat man es geschafft, mit einer recht großen Wirksamkeit das zu erreichen. Und der erste zugelassene Impfstoff ist jener von Pfizer-BioNTech, nämlich der Impfstoff mit dem Namen BNT162b2. Man verabreicht ihn mit zwei Impfungen und der Wirkstoff, die RNA, wird in einer Menge von 30 Mikrogramm pro Dosis verabreicht. Diese RNA enthält, wie gesagt, die Information zur Bildung des Spike-Proteins. Also in ihr steckt die Erbinformation, die bewirkt, dass in der Zelle selber das Spike-Protein, das Antigen selber hergestellt wird. Und durch den erwähnten Austausch von Uridin gegen Methylpseudouridin wurde die RNA künstlich verändert und die Halbwertszeiten wurden enorm verlängert. Von so im Durchschnitt 2 Minuten wurde die Haltbarkeit der RNA auf über 16 Tage oder sowas gebracht, weil die Halbwertszeiten sind 2 bis 8 Tage und das heißt, zu diesem Zeitraum ist etwa die Hälfte der RNA abgebaut. Und da es sich ja bei Halbwertszeiten um einen exponentiellen Zusammenhang handelt, kann man nicht genau sagen, wann, ab welchem Zeitpunkt gar keine RNA mehr vorhanden ist, aber sicherlich mehr als 16 Tage. Und die RNA kann alle Zellen erreichen, die einen entsprechenden Rezeptor aufweisen, also einen Apoenzym-E-Rezeptor. Und das sind vor allem Lungen, Herz, Leber, Nieren und Milzzellen, weil die haben eine besonders hohe Dichte an diesem Rezeptor, aber auch alle gewöhnlichen Muskelzellen. Ja, und wie schon erwähnt, Lipid-Nanopartikel enthalten Cholesterin und DSPC, also körpereigene und daher auch ungefährliche Substanzen. Und zwei völlig neue Komponenten, die nennen sich ALC0315 und ALC0159. Und diese beiden Stoffe wurden bisher noch nie in medizinischen Produkten zugelassen. Also die Zulassung ist ganz neu. Und es gibt kaum Studien zu diesen beiden Komponenten. Und das ist das Kritische daran. ALC0315 ist das kationische Lipid, also die ionisierbare Komponente, die die Freisetzung der RNA in die Zellen selber ermöglicht. Und man hat bei den klinischen Studien, bei den Probanden, die den Impfstoff empfangen haben, Urin und Stuhlproben genommen und hat geschaut, ist dieses ALC0315 enthalten oder nicht. Und man konnte es nicht feststellen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, was passiert sein konnte. Einmal, diese Komponente wurde entsprechend schnell zersetzt, dass sie halt komplett verstoffwechselt worden ist und dann ausgeschieden worden ist. Das wäre die optimalere Variante. Oder die zweite Möglichkeit wäre einfach, dass ALC0315 im Körper akkumuliert. Also es konnte, wie gesagt, nicht im Urin und im Stuhl gefunden werden. Und wenn es akkumuliert, hat es den Nachteil, weil kationische Partikel in dieser Größenordnung, die verursachen ja auch zytotoxischen Stress und können bisher unbekannte Reaktionen hervorrufen, harmlose oder auch schlimmere. Man weiß es einfach nicht. Es ist unbekannt. Es wurden leider auch keine Studien gemacht und das finde ich ein bisschen schade von Pfizer BioNTech, dass diese Seite etwas zu kurz kam. Die zweite Komponente, die völlig neu ist, ist dieses ALC 0159.
Und das ist Polyethylenglykol, was an eine Lipidkomponente gebunden wurde. Und das ist eben verantwortlich für die Bildung der protektiven Hülle und für die Stabilisierung der Nanopartikel. Der Pfizer-BioNTech-Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 95%. Das ist extrem hoch. Allerdings kann man sagen, dass bei fast jedem zweiten Patienten eine signifikante Abnahme der Leukozyten aufzuweisen war. Und das hat folgenden Effekt. Das verursacht nämlich eine höhere Infektanfälligkeit. Also Patienten sind infektanfälliger, wenn ihre Anzahl der Leukozyten reduziert ist. Und bei den meisten Patienten ist es halt nicht ganz so tragisch, weil die sind halt mal für eine Woche infektanfälliger und schnupfen ein bisschen rum und sowas. Aber wenn man diesen Impfstoff an Risikopatienten verimpft, die eh schon relativ krank sind und in Seniorenheimen vor sich hin, also denen es einfach nicht gut geht, dann kann es echt richtig schlimm ausgehen, meine ich, weil dann weiß man halt nicht, was passiert, weil dann durch die höhere Infektanfälligkeit können sich andere Erreger, die sich eh im Körper befinden, ausbreiten und es kann zu teilweise auch schlimmen Sekundärinfektionen kommen. Und leider wurde auch versäumt, genotoxische und kanzerogene Studien zu unternehmen, obwohl zwei der Komponenten völlig neu sind. Und das ist etwas schade, finde ich. Ja, der zweite Impfstoff ist der von Moderna. Der wird ebenfalls mit zwei Impfungen verabreicht. Und der Wirkstoff ist auch die RNA, die diesmal in einer Menge von 100 Mikrogramm injiziert wird. Die enthält ebenfalls die Erbinformationen für die Produktion des Spike-Proteins und enthält statt Uridin ebenfalls Methylpseudouridin. Die Halbwertszeiten sind kürzer. Sie betragen maximal 63 Stunden. Also schon kürzer wie bei Pfizer. Und das ist ganz interessant, der nächste Punkt. Die RNA, die kann ebenfalls Zellen erreichen, die einen entsprechenden ApoEnzym-E-Rezeptor aufweisen. Und man hat diese RNA, um zu schauen, wo sie überall hinkommt, mit einem Leuchtmarker versehen und hat diesen in Ratten injiziert und hat geschaut, wo kommt das überall vor und wie lange kommt die RNA in diesen Geweben vor. Und neben Lungen, Herz, Niere und Milz hat man auch festgestellt, dass Zellen von Hoden- und Augengewebe erreicht werden und sogar Gehirngewebe. Und das ist ein Hinweis darauf, dass diese Lipid-Nanopartikel die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Und da die erst bei Moderna können, ist es sehr wahrscheinlich, dass bei Pfizer das Gleiche passiert. Und es wurde zwar festgestellt, dass innerhalb von 24 Stunden sämtliche RNA aus dem Gehirn verschwunden ist, aber immerhin konnte diese Blut-Hirn-Schranke überwunden werden. Und die Folgen davon, die weiß ich nicht, aber die weiß keiner. Lipid-Nanopartikel. Die Lipid-Nanopartikel umfassen ebenfalls Cholesterin und DSPC. Moderna verwendet ebenfalls zwei völlig neue Komponenten und die nennen sich SM102 und PEG-2000-DMG. Dieses SM102 ist auch eine völlig neue Komponente und zwar das ist das kationische Lipid. Und zudem wurden auch Studien unternommen. Man hat im Reagenzglas, sage ich mal, festgestellt, dass dieses SM102 abgebaut werden kann. Und man hat auch Stuhlproben gefunden, untersucht von Impfstoffempfängern und hat deren Urin und deren Harn geprüft und hat festgestellt, dass aliphatische Säurekopfgruppen im Urin gefunden wurden. Und das ist ein Hinweis darauf, dass dieses SM102 erfolgreich verstoffwechselt werden kann. Im Gegensatz zu Pfizer, wo man eigentlich keinen Hinweis darauf hat. Das PEG 2000, DMG, das ist diese Komponente, die an DMG gekoppelt ist. Und die braucht es natürlich auch, damit die Lipid-Nanopartikel stabilisiert werden.
Die Wirksamkeit von moderner Impfstoff ist ähnlich gut wie die von Pfizer. Die beträgt 94,1%. Aber ein wichtiger Punkt, den ich aufgreifen möchte von vielen, ist halt das Fibrinogen. Das Fibrinogen kann bis zu 2,5-fach erhöht sein bei einigen Patienten, die den Impfstoff erhalten haben. Und Fibrinogen ist halt ein Bestandteil, der an der Blutgerinnung beteiligt ist. Und wenn der halt so deutlich erhöht ist, führt es natürlich zu Änderungen der Blutgerinnung. Paradoxerweise war die Thromboplastinzeit, also die Zeit, die benötigt wird, um halt zu testen, wie lange es braucht, bis Partikel gerinnen, bis die Blutgerinnung einsetzt, sage ich mal so, die war erhöht. Und eigentlich würde ich eine Verringerung erwarten, aber dem war nicht so. Aber was mir auch noch aufgefallen ist bei dem Impfstoff sind die Impfnebenwirkungen. Und zwar, es gab zahlreiche Fälle von Schlaganfällen, also 5 Fälle von Schlaganfällen von der Moderna-Gruppe im Gegensatz zu einem von der Placebo-Gruppe, war also deutlich erhöht. Und es gab 2 Fälle von Thrombosen im Gegensatz zu gar keinem in der Placebo-Gruppe und ein Fall von zerebraler Ischämie. Also halt alles Wirkungen, alles Nebenwirkungen, die auf meines Erachtens auf einer Veränderung der Blutgerinnung zurückzuführen sein könnten. Aber die EMA und auch die Hersteller sind der Meinung, das hat keinen Zusammenhang. Ob die recht haben, das weiß ich leider nicht. Genau. Der dritte Impfstoff von dieser Sorte ist noch nicht zugelassen worden. Das ist der von CureVac. Das ist ein Impfstoff, der sich im Augenblick gerade in der klinischen Phase 3 befindet und möglicherweise im zweiten Quartal 2021 zugelassen werden könnte, wenn alles gut geht. Der wird ebenfalls mittels 2 Impfungen verabreicht und enthält als Wirkstoff ebenfalls RNA, aber nur in einem Ausmaß von 12 Mikrogramm, also wesentlich geringer. Und ganz, ganz interessant ist folgender Punkt. Und zwar, CureVac verwendet eine natürliche RNA. Die RNA wurde nicht chemisch modifiziert. Es befindet sich kein N1-Methylpseudouridin in der RNA, sondern nur die natürlichen Bestandteile. Und das bedingt natürlich auch eine verbesserte Induktion der viralen Abwehrkräfte. Die Zelle selber erkennt, dass die RNA fremd ist und kann eine bessere Immunabwehr ausbilden daraufhin. Aber wie erreicht es eigentlich CureVac? Das ist ganz, ganz interessant. Warum kann es CureVac? Warum können es die anderen Hersteller nicht? Und zwar, CureVac hat folgenden Vorteil. Die beschäftigen sich anscheinend schon seit vielen, vielen Jahren mit RNA-Sequenzen und wissen, welche regulatorischen Sequenzen wichtig sind, welche Sequenzen halt die Stabilität erhöhen und welche bedingen, dass diese RNA besonders langlebig ist. Und das nutzen sie aus und haben halt eine maßgeschneiderte RNA-Sequenz ausgebildet, die sehr, sehr langlebig und sehr, sehr stabil ist. Und CureVac sagt auch von sich aus, wir wollen den sichersten Impfstoff herstellen. Zumindest behaupten sie das. Und dieser Impfstoff ist ebenfalls eingepackt in Lipid-Nanopartikel. Und diese Lipid-Nanopartikel enthalten ebenfalls ein kationisches Lipid, ein PEG-Lipid-Konjugat, DSPC und Cholesterin. Aber die genauen Bestandteile sind noch nicht bekannt. Die werden vermutlich erst bekannt gegeben. Die Immunantwort, die ist vergleichbar zu genesenen Covid-19-Patienten. Aber zur Wirksamkeit fehlen jetzt noch die Daten, weil die klinische Phase 3 noch am Laufen ist und noch nicht abgeschlossen ist. Ja, die zweite große Impfstoffgruppe ist die DNA-Impfstoffgruppe. Und zwar anstelle von RNA wird DNA eingebaut in die Impfstoffe. Und dazu braucht es einen Vektor. Ein Vektor
bringt die DNA quasi in die Zelle rein, beziehungsweise in den Zellkern. Und dieser Vektor ist in vielen Fällen ein Adenovirus, also ein Erkältungsvirus. Und dieses Virus hat die Eigenschaft, dass es seine eigene DNA in den Zellkern einschleusen kann und dort dazu bringen kann, dass seine eigene Erbinformation umgebaut wird. Und dieses Können haben sich die Wissenschaftler zu Nutzen gemacht und haben den Adenovirus als Werkzeug gebraucht und haben zum einen halt die eigene Virulenz ausgebaut, also alle DNA-Stücke, die halt Virulenz erzeugen, wurden abgeschnitten und die wurden einfach ausgebaut. Also das Adenovirus ist nicht mehr virulent selber. Und zum anderen wurden alle Teile der DNA ausgeschnitten, die sich selbst replizieren können. Das Virus ist also replikationsinkompetent. Es kann sich nicht mehr selbstständig vermehren. Und es wurde DNA eingebaut. Und zwar die DNA, die eingebaut worden ist, besteht aus der Konfirmation für die Bildung des Spike-Proteins mal wieder. Genau. Und als für die Produktion der Viren braucht man Zellkulturen im Gegensatz zu RNA-Wirkstoffen. Man braucht Zellkulturen und man hat sich hier embryonale Nierenzellen hat man dafür hergenommen. Genau, und diese Adenoviren, die haben den Vorteil, dass sie auch so eine Art Anhängsel, also halt so Spike-Proteine, man nennt sie halt Fiber-Proteine in dem Fall, haben, also als Anhängsel da außen rum. Ich weiß nicht, ob Sie sehen können, hier so diese Anhängsel da. Und diese können sich an die Zelloberfläche haften. Weil die Zellen selber haben Rezeptoren für diese Fiber-Proteine, sodass sie andocken können. Und durch diese Bindung kann die Inklusion, also die Einschleusung des Virus erfolgen. Und durch Ansäuerung kann der Inhalt freigesetzt werden, also der Adenovirus wird freigesetzt in die Zelle. Und durch Mikrotubuli kann dieser Virus halt zu den Zellkern hin transportiert werden. Also der Körper schafft es, also die Zellen schaffen es, diesen Virus mit ihren eigenen Mitteln zum Zellkern hin zu transportieren. Zu den Zellkernkomplexen, zu den Zellkernporen. Und da wird dann die DNA eingeschleust. Also die Poren, das sind so kleine Tunnel, die halt den Eingang zu dem Zellkern bilden. Und da wird dann die DNA eingeschleust in den Zellkern. Und dort angekommen wird die DNA wieder in mRNA umgesetzt. Die wird heraustransportiert in die Zelle selber, ins Zytoplasma heißt es. Und dort findet die Produktion der Spike-Proteine statt. Die werden an die Oberfläche transportiert und damit wird die Zelle als virulent markiert für das Immunsystem und die Bildung einer Immunabwehr und die Bildung von Antikörpern kann stattfinden. Also der erste zugelassene Impfstoff war jener von AstraZeneca und der benötigt auch zwei Impfungen, weil nach der ersten Impfung kam kaum eine wirksame Immunantwort zustande. Deswegen zwei Impfungen. Aber das Problem bei der zweiten Impfung ist folgendes, weil wenn der Körper erstmalig in Kontakt kommt mit diesem Virus, mit diesem Adenovirus, dann bildet der Körper nicht nur Antikörper gegen das Spike-Protein, sondern ebenfalls Antikörper gegen diesen Adenovirus. Also das greift ihn ebenfalls an. Und beim Zweitkontakt mit dem gleichen Vektor hat es ja schon diese Antikörper ausgebildet. Und es kann sehr gut passieren, dass dann diese Impfung total wirkungslos ist und der Vektor durch diese Immunantwort niemals die Zielzelle erreichen kann. Das führt zu einer Abschwächung der Impfwirksamkeit. Die Wirksamkeit beträgt 70,4%, also 70% quasi. Und das ist sehr viel geringer als die Wirksamkeit, die wir bei den RNA-Impfstoffherstellern gesehen haben. Und noch etwas, die Wirksamkeit, die beruft
Die beruft sich ausschließlich auf die Ausbildung von moderaten bis schweren Covid-19-Fällen. Also es ist folgendermaßen: Während der klinischen Studien wurden ja die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt, einmal in eine Kontrollgruppe und einmal in eine Währunggruppe, die den AstraZeneca-Impfstoff geimpft bekommen haben. Und dann impft man diese Leute und im Nachhinein, nach der Impfung, schaut man, wie viele Leute infizieren sich mit Covid-19. Und dann schaut man, welcher von den Fällen kann man in die Gruppe 1, also in die AstraZeneca-Gruppe, einordnen und welche in die Kontrollgruppe. Und dann zählt man und sammelt Daten. Allerdings hat man als Kriterium gesetzt, dass nur jene Fälle gelistet werden, die mindestens ein Symptom und einen positiven PCR-Test haben. Also alle asymptomatischen Fälle wurden komplett ignoriert. Es wurden nur Fälle gelistet, die mindestens ein Symptom wie Kopfschmerzen, Fieber, Husten oder irgendwas hatten und dazu noch einen positiven PCR-Test. Das heißt in der Folge, dass nur, dass man gar nicht weiß, ob diese asymptomatischen Fälle überhaupt, ob man überhaupt eine Minderung der Infizierung bewirken kann durch den AstraZeneca-Impfstoff. Man weiß nichts darüber, wie viele asymptomatischen Fälle sind zustande gekommen während der klinischen Phase. Aber es gab auch einen total interessanten Versuch während der Präklinik, und zwar man hat Affen geimpft. Die Hälfte der Affen mit dem AstraZeneca-Impfstoff, die andere Hälfte mit einem Placebo. Und danach hat man diese Affen mit Corona infiziert. Und interessanterweise haben die AstraZeneca geimpften Affen hatten keine Symptome mehr. Die Affen, die mit einem Placebo-Konjugat geimpft worden sind, die hatten Symptome. Aber man hat die Viruslast beobachtet. Wie hoch ist die Viruslast im Nasenrachenraum bei in der jeweiligen Gruppe? Und man hat festgestellt, es gibt keinen Unterschied. Also man hat festgestellt, die Viruslast der geimpften Affen mit AstraZeneca ist genauso hoch wie die Viruslast der Kontrollgruppe. Und daraus hat man geschlossen, dass eine Virusübertragung durch geimpfte Personen höchstwahrscheinlich möglich ist. Und noch dazu, man muss sich mal vorstellen, man verhindert zwar moderate oder schwere Covid-19-Fälle, das stimmt schon, das ist klar. Aber wenn ich Covid-19 habe und ich habe Fieber und Kopfschmerzen und alles, bleibe ich zu Hause im Bett und stecke keinen an. Aber wenn ich halt Covid-19 habe, aber ich bin asymptomatisch, ich weiß nichts davon, gehe ich zur Arbeit, gehe ich einkaufen und möglicherweise übertrage ich so das Virus weitaus häufiger, als wenn ich halt nicht geimpft wäre, weil ich von der Infektion nichts weiß. Also, das gilt jetzt auf alle Fälle zu überdenken, denke ich mir. Ein großer Kritikpunkt ist auch folgender, dass normalerweise ist es ja so, dass halt die Kontrollgruppe einen Placebo-Impfstoff erhält und normalerweise ist das physiologische Kochsalzlösung. Also 0,9%ige Kochsalzlösung wird der Währunggruppe injiziert. Das hat BioNTech so gemacht und das hat Moderna so gemacht. Und das ist eigentlich auch gängig und gäbe und so. Aber AstraZeneca hat der Placebo-Gruppe einen Meningokokken-Impfstoff verabreicht. Und dieser Impfstoff hat natürlich auch diverse Nebenwirkungen. Allein schon Impfreaktionen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Rötungen, Schwellungen der Einstichstelle, all das, bis auch schwere Impfnebenwirkungen oder unerwünschte Ereignisse. Und AstraZeneca hat einen großen Anteil der Studienteilnehmer schon mal prophylaktisch Paracetamol verabreicht. Also es hat ihnen schon vorher Paracetamol gegeben, so dass Fieber und Kopfschmerzen oder andere Symptome erst gar nicht aufgetreten sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob dadurch das Ergebnis der Impfstoffstudien nicht in irgendeiner Art und Weise verfälscht wurde. Das kann jeder für sich
Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Also der Wirkstoff ist die DNA und der enthält ebenfalls die genetische Information zur Ausbildung des Spike-Proteins. Und diese DNA, man hat festgestellt, dass diese DNA nicht lange im Körper verweilt und dass sie bereits nach 24 Stunden komplett ausgeschieden ist. Und man hat auch festgestellt, dass diese DNA in diesem Adenovirus nicht weit verbreitet wird, weil der Virus ist ja replikationsinkompetent, er kann sich nicht vermehren und deswegen bleibt der Virus lediglich in der Nähe der Injektionsstelle und kommt nicht in Leberzellen, kommt nicht in Lungenzellen, dann kommt nichts an die Herzzellen und schon gar nicht ans Gehirn. Das ist durchaus ein Vorteil gegenüber den RNA-Impfstoffen. Die Wirksamkeit, habe ich schon erzählt, beträgt 70,4%. Es gab einige drastische Nebenwirkungen. Ganz am Anfang von der Studie, nach 10 Tagen, gab es den ersten Fall von Multipler Sklerose. Aber man hat beobachtet, dass dieser Patient, der wurde sehr genau untersucht im Anschluss und der wies Läsionen, also Löcher im Rückenmark, im Gehirn und sowas auf. Und die müssten schon vor der Impfung da gewesen sein, weil das Erscheinungsbild lässt vermuten, dass es so schnell, also es kann nicht so schnell gehen. Innerhalb von 10 Tagen können die Läsionen nicht so auftreten. Und letzten Jahr, im September, gab es den zweiten Fall, der recht in die ähnliche Richtung ging. Das war das Auftreten einer transversen Myelitis. Das ist eine entzündliche Rückenmarkserkrankung, wo die Myelinscheiden durch das eigene Immunsystem, angegriffen werden. Also schon eine ziemlich dramatische Erkrankung und die erscheint oft auch als Folge einer multiplen Sklerose. Und daraufhin gab es die Reaktion von AstraZeneca, dass sie ihre klinische Phase unterbrochen haben für eine Zeit lang. Die haben letztes Jahr im September für ein paar Wochen eine Pause eingelegt, aber kurz daraufhin wurden die klinischen Studien fortgesetzt. Und auch hier gab es keine genotoxischen und auch keine kanzerogenen Studien, obwohl es sich um komplett neue Impfstoffe handelte. Das ist übrigens diese Art von Impfstoffen, das ist übrigens die erste Art und Weise, die halt direkt in den Zellkern geht. Zuvor gab es zwar schon Impfstoffe, wie diesen Pockenimpfstoff zum Beispiel, der schon in die Zellen eingebracht worden ist, aber der Pockenimpfstoff zum Beispiel selber, der kam nie in den Zellkern, weil der hat seinen eigenen Replikationsapparat mit sich gebracht und der musste lediglich in das Zytoplasma eingepflanzt werden. Und das ist die erste Art von Impfstoffen, die wirklich auch in den Zellkern reingelangen. Der Johnson & Johnson Impfstoff ist der allerneueste zugelassene Impfstoff. Und im Gegensatz zu allen anderen Impfstoffen braucht man hierfür nur eine einzige Impfung. Eine Impfung reicht aus. Die Wirksamkeit liegt bei 66,9%. Und man verwendet hier als Vektor einen humanen Adenovirus. Und zwar den humanen Adenovirus Typ 26. Der dient als Transportmittel und da ist auch die DNA zur Bildung des Spike-Proteins enthalten. Der ist auch replikationsinkompetent wie alle anderen Adenoviren, also alle anderen künstlichen Vektoren, die für die Impfstoffherstellung verwendet werden. Allerdings sagt der Hersteller, dass er für einige pockengeimpfte Personen nicht mehr geeignet ist. Aufgrund der Tatsache, die ich halt vorher schon genannt habe. Weil bei der ersten, also dieser Pockenimpfstoff hat den gleichen Adenovirus hergenommen, Typ 26. Und aufgrund des vorangegangenen Kontaktes zu diesem Adenovirus haben jene Personen schon eine Immunabwehr ausgebildet zu diesem Adenovirus. Und deswegen ist anzunehmen, dass dieser Impfstoff niemals die Zielzellen erreichen wird und nicht in dem Ausmaße wirken kann, wie es gewünscht ist.
Der russische Impfstoff, also Sputnik 5, der hat sich deswegen eine ganz besondere Methode einfallen lassen. Der verwendet nämlich für die erste und für die zweite Impfung zwei unterschiedliche Vektoren. Für die erste Impfung benutzt der Adenovirus Typ 26, genauso wie der Johnson & Johnson Impfstoff. Und für die zweite Impfung benutzt der Adenovirus Typ 5. Und hat deshalb auch eine viel höhere Wirksamkeit wahrscheinlich, und zwar eine Wirksamkeit von 91%. Und das erreichen Johnson & Johnson und AstraZeneca bei weitem nicht. Ja. Genau. Jetzt möchte ich den letzten Impfstoff aus der Gruppe vorstellen. Das ist der von IDT Biologica Impfstoff. Der enthält einen anderen Vektor. Und zwar einen inaktivierten Kuhpockenvirus, MVA. Und zwar den Modified Vaccinia Ankara Virus. Und der wird auch innerhalb von 28 Tagen zweimal verabreicht. Die DNA enthält die genetische Information des Spike-Proteins. Der ist ebenfalls replikationsinkompetent gemacht worden. Man hat im Januar angefangen mit der klinischen Phase 1, aber man hat festgestellt, dass bei den Probanden keine robuste Immunantwort hervor entstanden ist. Und daraufhin gab es keine Zulassung zur Phase 2 oder auch 3, bis nicht dieses Problem behoben wird. Und ganz interessant, ich habe mal kurz geguckt, auf Wikipedia gibt es einen Eintrag zu diesem MVA, zu diesem Modified Vaccinia Ankara Virus. Und das möchte ich ganz gerne vorlesen, weil es greift genau dieses Problem auf, was ich eben schon genannt habe. Da steht drinnen, wie alle Vektoren auf der Basis von Pockenviren kann MVA nur einmal pro Impfling angewendet werden. Also nur einmal. Da die ebenfalls entstehenden Antikörper und T-Zellen gegen MVA-Proteine, also diese Immunantwort, die entsteht, bei einer weiteren Anwendung am gleichen Impfling zu einem vorzeitigen Abbau des MVA-Impfstoffes, also zum vorzeitigen Abbau führen oder ganz interessant zu überschießenden Immunreaktionen dagegen führen kann. Daher werden transgene MVA auch nicht bei Menschen angewendet, die zuvor eine Pockenimpfung erhalten hatten. Also zu überschießenden Immunreaktionen. Das heißt auch praktisch, dass die Zytokinentwicklung halt extrem hoch ist. Und das hat diverse Folgen. Und möglicherweise kämpfen daher so viele Menschen auch beim AstraZeneca-Impfstoff mit ziemlich heftigen Impfreaktionen aufgrund von diesen überschießenden Immunreaktionen. Ja, so ist es. Als allerletzten Impfstoff, der auch für uns erhältlich ist, ist jener von Professor Dr. Winfried Stoecker. Der wurde in Eigenregie in einem Lübecker Labor entwickelt von dem Herrn Professor Stoecker selber. Und der hat damit schon sein eigenes Team geimpft und ein paar andere Freiwillige. Und dieser Impfstoff beruht auf der Entwicklung eines rekombinanten Spike-Proteins. Also er hat im Labor, im Reagenzglas, sage ich mal, dieses Spike-Protein hergestellt. Er hat es fertig hergestellt und danach aufgereinigt. Danach hat er eine Adjuvanz hinzugegeben und anschließend hat er dieses Gemisch einfach eingeimpft. Das ist quasi die klassische Art und Weise, wie man früher Impfstoffe hergestellt hat. Allerdings, er hat geschrieben, als Adjuvans hat er Alhydrogel verwendet. Und Alhydrogel ist nichts anderes als ein ganz bestimmtes Aluminiumhydroxid als Gelsuspension. Und Aluminiumhydroxid ist ja halt nicht so bekannt als besonders gesunder Stoff. Und deswegen finde ich, ist dieser Impfstoff auch mit Vorsicht zu genießen. Anscheinend kann man diesen Impfstoff auf Nachfrage bei bestimmten Ärzten erwerben und sich damit impfen lassen, habe ich gehört. Allerdings, es gibt keine Qualitätskontrollen zu diesem Impfstoff und es gibt keine klinischen Studien. Das alles gibt es nicht. Man weiß also überhaupt nicht, auf was man sich einlässt, wenn man sich mit diesem Impfstoff impfen lässt. Ja.
Und generelle Probleme bei neuen Impfprodukten sind immer die, dass sehr, sehr seltene, unerwartete Ereignisse erst nach Produktzulassung auftauchen. Man erfährt sie meistens erst im Nachhinein, weil zum Beispiel, nur mal angenommen, ein sehr seltenes, unerwartetes Ereignis taucht in einer Rate von 5 zu 100.000 auf, also eine geringe Rate. Und man nimmt für eine klinische Studie, wie es beispielsweise Moderna oder Pfizer gemacht haben, so in etwa 40.000 Probanden her. Von diesen 40.000 Probanden werden 20.000 mit dem Verum, also mit dem Impfstoff selber geimpft und 20.000 andere, die erhalten ein Placebo, ein Placebo-Präparat. Und dann, wenn die Rate 5 zu 100.000 ist, heißt es, dass genau einer von der ganzen Impfstoffgruppe dieses unerwartete Ereignis erhält. Und da kann man keinen Zusammenhang herstellen. Das geht einfach nicht. Man kann bei einem einzigen Proband, der eine schlimme Impfreaktion hat, keinen Zusammenhang herstellen zu den Impfstoffen selber. Das taucht erst im Nachhinein auf, leider. Und das größte Problem, was auch die EMA anspricht und was auch eigentlich bekannt ist, oder auch Herr Drosten zum Beispiel versucht zu umgehen, indem er halt immer von neutralisierenden Antikörpern spricht, ist ADE. Also ADE ist der Erwerb eines schwereren Krankheitsverlaufes durch die Impfung selber. Also aufgrund der Impfung kann man sich einen schwereren Krankheitsverlauf erwerben, wenn man später mit Corona infiziert wird. Und das beruht nicht auf den Impfstoffen, sondern daran, dass das Covid-19 dafür prädestiniert ist. Und zwar man hat diese Art von Problemen schon bei MERS oder bei ähnlichen Krankheiten festgestellt, zum Beispiel beim Berlin-Coronavirus. Und da hat man eigentlich die Ängste davor. Man weiß es nicht, weil dieses ADE tritt erst zeitverzögert auf. Und das tritt dann auf, wenn man sich jetzt zum Beispiel im Augenblick gegen einen derzeitig kursierenden Erreger impft. Dann ist man immun gegen den jetzigen Erreger. Aber ein Jahr später zum Beispiel kann der Erreger mutiert sein. So, und zwar so stark, dass die Bindung zu den Antikörpern, die man gegen den heutigen Impfstoff gebildet hat, nur noch schwach ist. Dann kommt man im Körper also in Kontakt mit diesem neuen Virus und die Antikörper bilden eine schwache Bindung. Und durch die schwache Bindung wird trotzdem dieser neue Erreger an die Oberfläche von Immunzellen transportiert und auch eingeschleust. Aber normalerweise würde halt eine Phagozytose eintreten, also diese Komplexe halt, diese Erregerkomplexe würden zerstört werden, denaturiert. Aber auf irgendeine Art und Weise schaffen sie es, sich von den Antikörpern in den Immunzellen zu befreien und nutzen diese dann selber als Wirtszellen. Also in diesen Zellen angekommen, schaffen sie es, sich zu befreien und replizieren sich darin, stellen neue Viren her. Und dadurch haben sie es einfacher als ohne Impfung, weil sie werden aktiv zu den Zellen hintransportiert und sie können eine sehr, sehr hohe Viruslast erzeugen. Und die Folge ist, dass man aufgrund der höheren Viruslast mit schwerwiegenderen Folgen in einem schweren Krankheitsverlauf zu kämpfen hat. So. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht allzu kompliziert für euch. Ich weiß schon, es ist oft sehr schwierig für Laien, dem Ganzen zu folgen. Ich hoffe wirklich, dass einiges davon wenigstens einigermaßen verständlich rüberkam. Vielen lieben Dank. Warte mal. Ja. Ja, liebe Katrin, hört ihr mir? Ja.
Ja, liebe Katrin, du hast recht, für uns Laien ist das echt ein hartes Stück zu verarbeiten, aber danke, dass du das doch so verständlich umbringst. Also ich glaube, ich war einigermaßen dabei. Was bei mir jetzt als Frage aufgekommen ist, bevor wir uns den Chat noch zuwenden, also ich lasse jetzt die Aufzeichnung momentan auch noch laufen, weil ich glaube, die Fragen im Chat sind auch für die Nachhörer interessant, wenn wir es veröffentlichen können. Was jetzt für mich noch interessant war, das heißt jetzt ja eigentlich, wenn ich mal angefangen habe, mit zum Beispiel AstraZeneca zu impfen, dann hilft es jetzt auch nicht, wenn ich als zweite Impfung jetzt einen BioNTech-Impfstoff hernehme, oder? Also das sollte dann der gleiche sein, oder muss das der gleiche sein? Es macht halt wenig Sinn, dann würde ich halt gleich mit BioNTech impfen, oder? Ja, also ich denke, das sind die, wo ja schon mal mit AstraZeneca jetzt angefangen haben, Ach die haben so, jetzt ja. ausgesetzt. Also das war mir jetzt bisher eigentlich nie so klar, dass man da wirklich den gleichen Impfstoff eigentlich verwenden sollte. Ja, das war auch der Grund, warum Johnson & Johnson halt nur versucht haben, nur einen Impfstoff für nur eine Impfung rauszubringen. Aufgrund dieser Tatsache, die ist eigentlich bekannt, meine ich, bei den Impfstoffherstellern. Also prinzipiell spricht nichts dagegen, dass man nach AstraZeneca Moderna impft. Also es macht eigentlich, ist möglich, meine ich. Es kann durchaus eine höhere Wirksamkeit hervorrufen, denke ich. Okay, Ja. genau, dann darf ich mir jetzt den Chat zuwenden. Wir haben die Frage, ob das überhaupt legitim ist, vor Studien Medikamente zu nehmen. Das ist da aufgetutscht, wie du gesagt hast, dass man ja schon Schmerzmittel verabreicht hat vor der Impfung. Ist das überhaupt legitim? Ich habe mich auch sehr gewundert, ehrlich gesagt. Ich dachte, das ist nicht legitim, weil dadurch werden doch eigentlich die ganzen Impfreaktionen total verschleiert. Ich meine, das geht ja eigentlich nicht. Und ja, anscheinend ist es schon legitim, weil ansonsten wäre ich nicht die Erste, die das irgendwie kritisiert hätte, oder? Ich weiß es nicht, aber Also, ich finde, das ist nicht mehr objektiv. Also man kann daraus keine Schlussfolgerung mehr leiten. Also ich finde, das ja, also verschleiert schon einiges. logisch erscheint es uns nicht. Ja. Dann war die Frage, ob nicht die Probanden vorher klinisch komplett untersucht werden wegen der MS-Geschichte mit den Löchern im Rückenmark. Naja, man findet bloß das, was man sucht, meine ich, weil das ist bei allen Studien so, bei allen Analysen halt. Man findet nur das, was man sucht. Und wenn man halt nicht explizit nach, dass sich das Rückenmarkgewebe anschaut, dann wird man es auch nicht finden, dass man einen Fall von MS vorliegen hat. Also sprich, selbst wenn man vielleicht jetzt sogar so eine Blutuntersuchung hat, kann sein, dass das gar nicht auffällt, dass Ja, da genau, eher richtig, im ja. Argen liegt. Dann haben wir nur, ich habe schon viele Impfschäden durch Moderna gesehen, können ihren Körper nicht mehr selber kontrollieren. Heftiges Schütteln des ganzen Körpers. Ja, das hört sich jetzt natürlich schon krass an. Kannst du das irgendwie erklären, dass zu so einem Schütteln kommen kann? Es gab zwei Fälle als Impfnebenwirkung von, wie heißt denn das? Also auf Deutsch, Tremulus oder sowas, glaube ich. Also schon heftiges Schütteln. Es gab so zwei Phasen, die genau das beschrieben haben. Also es kann durchaus einen Zusammenhang geben. Und dadurch, dass sie auch beschrieben haben, dass das Gehirngewebe von diesen Impfstoffen auch befallen werden kann, ist es auch nicht verwunderlich, dass irgendwelche neurologischen Störungen einfach auftreten können dadurch. Also ist eigentlich nicht ganz abwegig, denke ich mir. Genau, da war die Frage, ob der Impfstoff von Professor Stöcke überhaupt erhältlich ist. Das hast dann du schon beantwortet, dass du annimmst, dass man auf eigene Initiative erhalten kann, aber du weißt es nicht genau, gell? Es heißt, also die Eigenaussage von Professor Stöcker lautet, er ist bei allen Ärzten erhältlich. Wie einfach das ist, das weiß ich nicht, aber laut deiner Aussage sollte es so sein. Das stimmt. Genau. Dann haben wir jetzt eigentlich gerade nur
wenn es nicht legitim wäre, dass man Schmerzmittel nimmt vor die Impfungen, dann könnte man da einhaken. Aber ich denke, da du jetzt an die Informationen gekommen bist, käme da auch mehr drohen, dann wäre es schon auf dem Tapet. Aber ich meine, das haben wir ja bei den Impfungen, bei den Kindern auch teilweise, dass du mit der Impfung schon die Schmerzzäpfchen für eventuelle Probleme danach mit nach Hause bekommst. Also ist immer schon untergekommen, ja. Ja, genau. Ich meine, dass es legitim ist, dass man Paracetamol nehmen darf. Wenn man Impfschäden hat, ist ja eh klar, man kann ja die Leute nicht leiden lassen. Aber dass man halt prophylaktisch, bevor irgendwas auftritt, allen Teilnehmern halt Paracetamol gibt, das finde ich halt dann schon irgendwie etwas merkwürdig. Verwunderlich, genau. Ja. Ich meine, die anderen Impfstoffhersteller, die Moderna und Pfizer, haben auch nichts einzuwenden gehabt gegen die prophylaktische Einnahme, aber die haben das nicht so flächendeckend gemacht. Das ist aber trotzdem, denke ich mir, man will ja erforschen, was passiert denn eigentlich, wenn mein Körper mit dem Impfstoff konfrontiert wird und was für Reaktionen tauchen da auf? Und die unterdrückt man ja vollkommen durch diese ganzen Schmerzmittel und fiebersenkenden Mittel. Also, genau. Das wäre wahrscheinlich auch interessant. Ja, genau. Genau, also da jetzt vielleicht in eine offene Diskussion gehen und dafür die Aufzeichnungen mal anhalten. Für die Aufzeichnung verfolgen, sage ich schon mal für gut miteinander. Und genau, dann gehen wir nachher noch in eine Diskussion, da das Aufzeichnung.